Was soll ich sagen? Irgendwie sind die Six Runs bisher nicht so gut gewesen. Einen probiere ich jetzt noch. Ansonsten probiere ich einfach das mit einem anderen Charakter. Ich muss ganz ehrlich sagen. Loki's Horns sind schon mal gut. Loki's Horns sind schon mal ein ganz anderer Start. Denn wir wollen hier definitiv was reißen. Das ist auch sehr gut. Jetzt ist die Pille wahrscheinlich scheiße. Natürlich. Ein Seelenherz direkt weg. Bin ich überrascht? Nein. Bin ich tatsächlich nicht. Kornschlüssel. Das gilt auch für diese Truhe, aber jetzt erstmal Reroll. Den Boss? Natürlich ist es eine Champions-Version. Also, ich habe mir immer noch fest vorgenommen, heute noch die 50% zu schaffen. Jeden Tag 10% wäre eine starke Quote. Ich bin mal gespannt, was ich mit dem D6 jetzt noch so reißen werde. Bisher hatten wir durch einfaches Spielen eigentlich immer ganz coole Runs. Und nicht durch das Rerollen. Ich glaube, dass das Reroll manchmal auch sehr viel versauen kann. So, Schluss ist jetzt, Monstro. HP ab. Ja, ja, das war definitiv gut. Das war definitiv ein richtig guter Reroll. Ja, den fand ich gut. Da habe ich was riskiert und ich wurde belohnt. Jo. Hier hole ich nicht mehr raus, aber immer nochmal ein Stückerl vom Kuchen, nein, vom Würfel natürlich geholt. Macht doch Sinn, dass das die 6 Mal braucht, um aufzuladen. Warte mal, habe ich hier nicht auch irgendwo was mit einem X oder so? Weil ich hätte natürlich... Ach, warte mal, ich kann mich doch in den Shop sprengen. Ja, aber sicher kann... Ladies and Gentlemen, die Gentlemen, es wird interessant. Es wird interessant. The Habit und The Dice, eine sehr schöne Kombination. Auch wenn der Habit natürlich nicht mehr so OP ist, das ist schon klar. Dennoch eine schöne Geschichte. Was bist du? Bist du so eine Art Little Gish? Ball of Tar. Ah, du verlangsamst Gegner. Ich glaube, ich hatte dich sogar schon mal. Stimmt, wenn jetzt Gegner über meine Suppe laufen, dann sind die verlangsamt. Ja, das sind sie definitiv. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das fängt doch schon mal um Weiten besser an, als das vorhin war. Und ich nehme auch noch mit. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was Charles Hart eigentlich macht. Das war auch gut. Hier werde ich jetzt versuchen, den Würfel nochmal aufzuladen für possible Devil Deals, so wie vorhin.
Da haben wir uns ja Spirited of the Night auch sehr schön erhascht. Der Run wurde zwar dann nichts mehr, aber wir haben es getan. Jo, es geht sich genau aus. Perfekt. Jo. Bossraum, dann haben wir den Reroll voll. Soll ich hier mal versuchen, einen Schlüssel zu kriegen? Den Dollar hatten wir auch noch nie. Einen blauen Stein sehe ich nicht. Also einen Seelenstein. Dafür sehe ich Larry Jr. Guck mal, den kann ich auch so verlangsamen. So, ist das saugeil. Scheiße. Ja, jetzt kann ich definitiv rerollen. Oder kann man sich garantiert was Schönes machen. Den nehme ich auf jeden Fall mit, weil Speed Up kann man immer gebrauchen. Das muss man nicht rerollen. Und beim Devil kriegen wir... Den reroll ich. Den Headless. Nein. 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 Ist es mir nicht wert? Ist mir das eine Herz nicht wert? Muss ich so ehrlich sein? Oh. Okay, irgendwie kriege ich die hier gerade nicht so wirklich down. Aber so kriegen wir die down, das ist okay. Alles gut gegangen. Tja, da müsste man jetzt fliegen können, wa? Ah, ist schön, dass man sich jetzt notfalls einfach treffen lassen kann, wenn man irgendwas rerollen will. Das ist schon cool. Wie hier zum Beispiel. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass die normalen Standard-Items doch eh die besten sind, die wir kriegen, oder? War doch bisher sehr oft so. Wie zum Beispiel, was ist das? Guillotine? Tatsache. What the fuck? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä, aber fliegen oder so? Wirklich, hä? Was soll mir denn das bringen? What the fuck? Ist denn das für eine kranke Scheiße? Okay, das hatten wir definitiv noch nicht. Kann ich da mit meinem Kopf versuchen. Was wird getroffen von mir? Kopf oder Körper? So kann ich an irgendwelche Sachen ran, an die ich zum Beispiel nicht rankomme, oder? Nee. Nee. Hä? Wo ist der Sinn? Also Körper... Das ist ja voll schwierig. Wenn ich getroffen werden will, muss ich ja ganz anders denken. Weil mein Kopf ja immer ganz woanders ist. Damit komme ich ja gerade gar nicht, damit komme ich gar nicht klar. Ach du Scheiße. Was ist das für ein abgefahrener Wichs? Ich sehe irgendwie noch keinen tieferen Nutzen. Tut mir leid. Ich achte mehr auf meinen Kopf als auf den Körper. Das ist doch irgendwie klar, oder? Voll der kranke Shit, Mann.
glaube, ich habe mir damit den Run schon wieder vergeigt. Ich krieg nur noch Items, mit denen ich mir irgendwie was versauere, habe ich das Gefühl. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Komischer Scheiß. Oh, du willst nicht wissen, was du verpasst hast. Der sickeste Blue Baby gegen Blue Baby Run aller Zeiten. Ich befürchte, ich werde es doch nicht noch besser hinkriegen. Naja, vielleicht. Wir müssen mal gucken, wie weit wir noch... Alter, was frisst denn du alles? Jo, dann krieg ich nur so eine Scheißkarte. Jetzt aber. Das rerollen wir. Das rerollen wir mal safe. Oh, es sieht lustig aus, ne? Aber mehr als lustig aussehen tut das hier leider auch nicht. Zurechtkommen? Nein, nein. Ah. Gut, lädt sich schneller auf. What? Boah, die finde ich richtig kacke, ey. Die sind richtig, richtig OP. Wenn es zwar zu viele von denen gibt. Einen Raum noch, da können wir das Ding mal rerollen. Sehe ich das richtig, dass mein Kopf keinen Schaden kriegt von denen? Ich nehme mal an, ne? Nur mein Körper. Das heißt, ich muss mich echt nur darum kümmern, dass mein Körper Movement hat. Aber ich gucke doch nicht auf den Körper, ich gucke logischerweise auf den Kopf, weil ich muss ja schießen. Nice. Nicer Roll. Nicer Roll. Von so einer, aus so einer Scheiß... Alter, guckt euch meinen Körper an. The fuck? Aus so einem Scheiß, Bohnen-Item einfach mal was richtig Episches gemacht. Ich weiß nicht, was ich von dem Run gerade halten soll. Ich bin schwer verwirrt von diesem Run, es tut mir leid. Mein Gott, sehe ich scheiße aus. Die können das auch diagonal werfen? Echt? Ach was. Egal, habe ich wenigstens ein bisschen... Schauen wir mal, was haben wir hier? Parasite, ja, nehme ich. Parasite ist nie schlecht. Das meine ich zum Beispiel. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hingucken soll, wo ich hinlaufen soll. Das ist voll schlimm. Auch das war auch irgendwie klar, oder? Ich kann jetzt höchstens hier den Kopf... Ich kann da gar nichts nutzen, ey. Kommt gar nicht klar, ey. Alter! Das ist doch krank. Ich sehe vor allem meinen Körper teilweise gar nicht, weil mein Kopf einfach drüber ist. Also das Guillotine-Item nehme ich safe nie wieder. Da ist der Boss, Gott sei Dank. Ich habe auch übelst schlechtes Range, kann das sein?
bisschen, wa? Puh. Das ist... Ich hab da schwere Probleme mit. Ich sehe teilweise einfach nicht, wo mein... Nennen wir es Körper. Ich weiß nicht, ob ich das noch Körper nennen würde. Oh, Engelsraum. Guardian Angel. Oder sollen wir mal hammerfrech und rerollen das? Nein. 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 Das ist ärgerlich. Da wäre natürlich das Guardian der Guardian Angel definitiv besser gewesen. Aber man ist natürlich jetzt durch den D6 ziemlich hyped auf sowas. Und vergeigt sich dann auch gerne mal was. Schade, schade, schade. Aber hätte ja auch der heilige Mantel rauskommen können oder irgendwie sowas. Aber das ist, es ist immer noch so geil. Jedes Mal kann was anderes passieren hier. Ich hätte schon mit einem Guillotine-Run gedacht. So gerechnet. Ich bin immer noch nicht zurechtkommen. Er schießt halt jetzt hier so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, könnte man sagen. Aber, mein Gott, feierbar... Sehe ich das noch lange nicht. Ups. Oh, es ist schon schlimm. Dass ich vor allem echt bessere Items kriege, ohne zu rollen. Das ist komisch. Vielleicht ist das der Isaac-Fluch. Wer weiß das schon. Okay, wir sind hier völlig falsch. Ich will immer mit dem Kopf rausrennen, seht ihr das? Und dann... Ich hasse das Item. Und der Kopf ist riesig, das ist richtig. Da denkt man doch einfach völlig proportional, denkt man doch da komplett anders. Das kann man doch einem nicht zum Vorwurf machen. Teilweise ist mein Movement hier auch völliges Glück, weil ich eigentlich immer noch auf den Kopf achte. Grausig. Wenn ich jetzt nicht schon so weit wäre, würde ich das sofort restarten, ne? Ohne Witz. Geht gar nicht, wie ich finde. Ich brauche den Bossraum. Ich kann zweimal rerollen, das ist das Schöne. Ich könnte einmal Bossraum und einmal Teufelsraum oder naja. Engelsraum rerollen haben wir ja gerade gesehen, das war nicht so schön.
Der Damage lässt leider auch noch sehr zu wünschen übrig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Little Gish kriegen wir da aber, fällt mir gerade ein. Dann ist das mit dem Rerollen hinfällig. Little Gish nehmen wir auf jeden Fall. Little Gish ein fantastisches Item ist. Aber wir hatten ja den Itemraum noch nicht. Von dem her werden wir uns jetzt auf die Suche machen. Wir können, dank der Batterie, die hier irgendwo in irgendeiner Ecke lag... Ah, oh, warte mal. Okay, es ist der einzige Weg, der noch offen ist. Ja. War ja dann irgendwie klar. Ich kann auf jeden Fall zweimal rerollen, das ist cool. Mal sehen, ob es nötig ist. Nein, ist es nicht. Oh, ist es nicht. Ist es nicht. Vielleicht hier. Ich habe eh kein Geld. Ich könnte aber... Wow, Datias! Ich könnte aber das Jar rerollen. Pass auf. Stecker. Weil wenn da jetzt nämlich der Kompass rauskommt... Ist die Frage, wo ist denn die... Die Batterie ist da oben. Man sieht es sogar auf der Karte. Das ist cool. Weil eventuell... War es nicht hier? Ach ne, es war zu alt. Da, hinten in der Ecke. Weil eventuell könnte ja halt der Kompass da sein. Dann würde ich nämlich meine Bank sprengen. Das wäre mir auf jeden Fall das Zeug wert. Was ist denn das? Das ist mir auch wert. Ich weiß nicht, was es ist. Hoffentlich kriege ich so viele Coins noch raus. Das sollte klappen. Das klappt sogar sicher. Ich will wissen, was es ist. There's options. More options. Aha. Und das heißt was auf Deutsch? Okay, das Item ist so Fragezeichen, genauso Fragezeichen, wie es da stand. Krass. Ich habe keine verdammte Ahnung, was das bringt. 15 Coins für irgendwas, wo ich keine Ahnung habe, was das bringt. Läuft.